Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Drehmoment. Ich stehe am Hamburger Flughafen, werde heute aber nicht fliegen, sondern Mietwagen fahren. Und jetzt werden sich einige fragen, wieso Mietwagen fahren, was ist daran besonders? Ich probiere heute mal die Autovermietung UFO-Drive aus. Eine neue Autovermietung, die versucht, diesen ganzen Prozess, den wir kennen bei Mietwagenfirmen, zu revolutionieren, indem alles digitalisiert wurde. Also alles passiert in der App, von der Anmeldung, Registrierung bis zum Mietprozess und zum Aufschließen des Autos. Zweite Besonderheit, UFO-Drive setzt europaweit komplett auf eine Flotte von Elektroautos. Und ich habe mir heute ein Tesla Model S gemietet und werde an dem Fahrzeug euch mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Auf geht's! Beim Ausleihprozess mal die Uhr mitlaufen. Also als erstes muss man schauen, gibt es noch irgendwelche Kratzer oder Schäden im Auto, die noch nicht dokumentiert sind. Das müsste man nachholen. In meinem Fall waren keine. Dann mache ich ein Foto von mir. Das Bild wird abgeglichen mit den hinterlegten Ausweisdokumenten. Dann kommt der Vertrag, dem man zustimmen muss, die üblichen AGBs. Und wenn man damit durch ist, macht's Klick. Der Wagen blinkt, der Spiegel klappt auf, die Türen sind entriegelt, ich kann mich reinsetzen und losfahren. Der ganze Prozess hat nicht viel länger als 30 Sekunden gedauert. So, hallo. Ich sitze im Model S 75D und ich kriege schon mal eine Flasche Wasser dazu und jetzt in diesen wilden Zeiten der Corona-Pandemie noch mal ein Hand Sanitizer. Also die Autos sind natürlich vorher desinfiziert, keine Frage. Aber ich kann noch mal, um ganz sicher zu gehen, Lenkrad und Knöpfe desinfizieren. So, sehr schön. Ich sitze jetzt im Model S und bin auf der Autobahn. Ausleihprozess hat wunderbar funktioniert. UFO Drive ist an 16 Standorten. Der 17. wird demnächst eröffnet in 8 Ländern. 5 Standorte sind an Flughäfen, 11 sind in Innenstädten. Und in Deutschland findet man UFO Drive in Berlin, mitten in der Innenstadt, in Hamburg am Flughafen und in Köln am Flughafen. Und der Sitz des Unternehmens ist in Luxemburg. Der Chef, der CEO und Gründer ist ein Ire, Aidan McLean, und mit dem habe ich mich auch per Zoom unterhalten. I've hundreds of occasions. I've never had a comfortable or easy car rental experience. So on top of that, I've got a very passionate and deep following and belief that we should be moving towards electric mobility faster than we are. And really what happened was I had a kind of a moment, if you like, a freak out moment in March 2017 in Vienna Airport, in fact, where the car rental process took me an hour. It was one of the worst I ever had. And I kind of had a light bulb moment where I said, hey, how about we solve the car rental process and we accelerate the world towards e-mobility and create UFO Drive. And that's the genesis of the project. Auf dem Rückflug nach Hause hat er dann mal so die Sachen aufgeschrieben, die ihn am meisten an Autoverleihern nerven und wie man das lösen könnte. Und hat zu Hause dieses Konzept seiner Freundin vorgestellt. Und die hat dann gefragt, naja, und wie soll das Ganze heißen? Und dann hat er gesagt, weiß noch nicht, ist ja irgendwie ein Mieterlebnis nicht von dieser Welt. Und dann hat sie gesagt, naja, wie ein UFO halt. Und dann war der Name UFO Drive geboren als Provisorium. Und wir kennen das ja, wie das mit Provisorien ist. Wenn man das nicht sofort ändert, bleibt es so. Und nun heißt die Firma UFO Drive. In der Flotte sind nur Elektroautos, weil Aidan ist überzeugt, dass wir über kurz oder lang zur E-Mobilität wechseln werden, dass in vielen Metropolen spätestens ab 2030 es Einfahrverbote und teilweise sogar in ganzen Ländern ja in Europa Zulassungsverbote für Verbrenner geben wird. Also das ist der Weg, darum setzt er auf Elektroautos.
Angefangen hat er mit den Tesla Modellen S und 3, aber mittlerweile gibt es in der Flotte auch eine größere Auswahl. Man findet den Hyundai Kona, den Audi e-tron, den Nissan Leaf und man wird demnächst, das ist schon vorbestellt, den VW ID.3 in der Flotte auch finden. So, und dieser ganze Prozess läuft, wie gesagt, in der UFO Drive App. Man meldet sich dort an, registriert sich dort, fotografiert seinen Personalausweis und seinen Führerschein, fotografiert sich selber. Es gibt dann einen Verifikationsprozess, den man da durchläuft. Innerhalb von 24 Stunden werden dann diese Dokumente geprüft und genehmigt. Und dann kann man buchen. Man kann aber auch schon vorher buchen, ohne dass die Registrierung ist. Die kann man auch später machen. Also wenn man ein bisschen Vorlauf bucht, kann man erst die Buchung machen und später sich dann mit all diesen Unterlagen registrieren. Also das ist sehr komfortabel gelöst, hat bei mir reibungslos und auf Anhieb geklappt. Ja, zu den Preisen. Also, ist natürlich abhängig von, also wenn ihr mich hier seht, Hände kurz vom Lenkrad, liegt es daran, der Autopilot ist an. Ich habe aber immer ein Auge auf die Straße und immer mal wieder eine Hand am Lenkrad. Also, Preise. Das ist natürlich abhängig von Modell, Standort und Zeitpunkt. Ich habe jetzt mal in der App geguckt, also Model S findet man so für 140 bis teilweise auch 190 Euro pro Tag. Darin enthalten sind 200 Freikilometer und das Laden. Man kann natürlich an die Supercharger ranfahren und die nutzen. Bei allen anderen Modellen kann man natürlich die öffentlichen Ladepunkte benutzen und kann in der App dann den Ladevorgang aktivieren, zahlt nichts extra. Und an den UFO Base, so heißen die Stationen, sind natürlich auch Ladeanschlüsse so, dass man jeweils ein volles Auto übernimmt und wenn man zurückgibt, das Auto wieder an die Steckdose anschließt. Wenn man mehr als die 200 Kilometer am Tag fahren möchte, kosten extra Kilometer 20 Cent. Bei der Versicherung gibt es nur zwei Sachen zur Auswahl. Es gibt eine Standardversicherung, die ist inklusive mit 1000 Euro Selbstbeteiligung oder man wählt für 19 Euro pro Tag eine, wo keine Selbstbeteiligung ist und alles abgedeckt ist. Ein zweiter Fahrer kostet beispielsweise nichts extra. Also da hat Aidan McLean wirklich darauf geachtet, dass all diese Dinge, die einen bei anderen Autovermietungen so nerven und die Sache so kompliziert machen, hier total einfach gehalten werden. Und für die Sparfüchse ein Tipp, es gibt an den Standorten immer eine Option, egal welches Elektroauto. Und da muss man sich ein bisschen überraschen lassen, aber dann wird nach der Buchungslage natürlich entschieden, was man bekommt. Und für diese Flexibilität im Gegenzug bekommt man eine besonders günstige Tagesrate. Also wenn man einfach nur mal ausprobieren möchte, Elektroauto zu fahren, vielleicht wäre dann etwas für denjenigen. Ja, ich würde ja vermuten, dass vor allen Dingen Geschäftsleute diesen Service nutzen. Aber da hat Aidan McLean mich doch eines Besseren belehrt. We've got business customers, about 25% of our market, which are regular retreat travelers. We've also got what we call city dwellers, and that's almost a third. And city dwellers are basically people who live in cities who are rejecting car ownership or don't have cars. They use other forms of transport, maybe scooters or Ubers or car sharing for the shorter duration trips. And then for the multi-day trips, they use UFO Drive because it's clean and easy. Was es noch nicht gibt, ist beispielsweise Einwegmieten und dafür hat Aidan eine ganz klare Begründung. Only 95% of car rental are point-to-point. Very few car rental, as in multi-day car rental, go to another location and most car rental companies will charge you quite a lot for that. It's not really a customer demand. We haven't had a lot of customers ask us for that particular service, so no, it's not really our number one. On exceptional basis, in der Corona-Krise hat UFO so einen kleinen Push erlebt. Correct. So advantages we have, and it did prove an attraction during the virus. And the virus, of course, was tragic or is tragic. But we've certainly seen, you know, in fact, our customer registrations actually increased by 11% over the past 3 months. So we think the direct-to-car proposition is attractive to people. There's no contamination risk. Plus, we took some extra measures in our cars to make sure they're clean. We put our own branded hand sanitizing wipes in addition to all the cars to give customers even more peace of mind. But on top of that, I think there's a general awakening and more awareness towards our air and towards clean mobility. So we're very confident in the future that a combination of the clean direct-to-car model plus electric cars will be attractive to customers.
So, ich bin jetzt in einer UFO Bay in der Innenstadt. UFO Bay, so nennt der Verleiher seine Station. Ich bin von der Flughafenstation jetzt zu einer Innenstadtstation gefahren in Berlin, quasi am Potsdamer Platz in einem Parkhaus unter der Mall of Berlin. Und diese Station in der Hauptstadt betreibt UFO Drive zusammen mit dem Parkhausbetreiber Abcoa und dem Energiedienstleister Innogy. Ja, und für so jemand wie Innogy, so Netzbetreiber, ist das auch ganz spannend, weil die haben in ihren Netzen natürlich grünen Strom, also aus Wind- und Sonnenenergie. Und da gibt es unkalkulierbare Spitzen, wenn der Wind kräftig weht, wenn die Sonne kräftig scheint, aber niemand den ganzen Strom abnimmt, wohin damit? Und dann ist es eigentlich so ein Autovermieter, der nur Elektroautos hat, perfekt, weil dann nutzt man hier die Batterien als Speicher, lädt die Wagen komplett voll, sie haben längere Standzeiten, man weiß genau, wann sie wieder benutzt werden. Das ist gut kalkulierbar. Und wenn man die Idee weiterdenkt, dann kann natürlich so jemand wie Innogy diese Wagen hier auch nutzen, um dann am Abend, wenn die Sonne weg ist oder der Wind aufhört zu pusten, wieder Energie bidirektional in die andere Richtung ins Stromnetz zu entnehmen. Das ist noch Zukunftsmusik, aber da sind Elektroautos natürlich auch Teil der Lösung, wenn es um die Energiewende geht, hin zu mehr erneuerbarer Energie. Und wir alle wissen, Elektroautos spielen ihren Vorteil nur dann aus, ihren großen CO2-Vorteil, wenn sie mit grünem Strom fahren. Das ist hier der Fall. Ja, jetzt wo ich das hier gesehen habe, kann ich mich wieder aufmachen, zurück nach Hamburg. Ja, und eigentlich ist UFO Drive natürlich ein Technologieunternehmen. Also sie haben eine Plattform entwickelt, um halt das Verleihen und das Management dieser Autos abzuwickeln. Sie verkaufen diese Software as a Service, als SaaS-Service. Einer der ersten Kunden ist ein Carsharing-Anbieter aus Luxemburg, Moovy. Die nutzen das, um ihre Fahrzeuge über die Software zu verleihen. So what we've done is our entire platform is available as a SaaS, Software as a Service. It's a white label tool. Product and you'll see it on UFO Drive Mobility Solutions if you look at that on the internet. And what we do is we allow private fleets, governments, car share companies, etc., to really avail of our technology to enable them make the shift to an electric fleet. Because managing an electric fleet is completely different to managing an internal combustion fleet in terms of energy management, turnaround, utilization management, and tracking and customer support. So UFO Drive Mobility Solutions makes that possible as part of a SaaS platform. Wieder zurück in Hamburg am UFO Bay am Flughafen. Das war super einfach. Kurz vor der Rückfahrt habe ich mir die Anleitung in der App angeguckt, wie man denn am besten zum Parkhaus kommt, wo diese Station ist. Man hat die Wahl zwischen einem Video, was einem genau zeigt, welche Spur man nehmen muss bei der Anfahrt zum Terminal, oder man wischt durch eine Fotogalerie. Und hier in diesem Bereich kommt man sogar ohne durch eine Schranke zu müssen, muss kein Ticket ziehen. Man fährt hier einfach rein, setzt rückwärts zurück, schließt den Wagen an einen der Charger. Und dann beendet man den Mietvorgang in der App. Und falls es noch irgendwelche Schäden gegeben hat, dokumentiert man die, nimmt man die auf. Ansonsten hat man eine Checkliste, die man durchgeht, die einen daran erinnert, wirklich nochmal alles aus dem Auto zu nehmen, auch die persönlichen Daten. Bei dem Model S kann man ja sein persönliches Spotify-Konto beispielsweise einrichten und verbinden und die Musik hören, die eigenen Playlisten. Man kann natürlich das Smartphone per Bluetooth mit dem Auto verbinden, das Kontaktbuch, also das Adressbuch synchronisieren. Das sind natürlich alles Daten, die der Nächste nicht sehen soll. Also das sollte man beim Verlassen des Fahrzeugs wieder löschen, diese Verbindungen. So, und wenn dann alles raus ist, Türen zu sind, sagt man Rental beenden und der Wagen verschließt sich und das war's. Am Ende habe ich dann gesehen, ich habe auf meiner Fahrt 97 Kilogramm CO2 eingespart im Vergleich zu einem Verbrenner, den ich auf der Strecke hätte nutzen können. Und ich muss sagen,
So stellt man sich Autovermietung vor. Es war alles super einfach und bei Fragen gab es überall Hilfe, entweder durch einen Chat oder durch eine Telefonfunktion oder es ist weitestgehend selbsterklärend eigentlich. Also großartig, nirgends anstehen zu müssen, nirgends sich den Schlüssel holen zu müssen. Wobei das Smartphone als Schlüssel ist manchmal schon gewöhnungsbedürftig, gerade wenn ich nur mal so ganz kurz aus dem Auto raus war, um was in den Kofferraum zu legen, wieder mich reinsetzte, musste ich trotzdem mich authentifizieren über die App starten und sagen, ja, ich darf den jetzt hier fahren, auf Schlüsselsymbol tippen und erst dann wollte der Tesla weiter. Das ist natürlich so ein Sicherheitsaspekt, dass niemand anders schnell reinhüpft und mit dem Auto wegfährt. Aber das ist ein kleiner Preis, den man bereit ist zu zahlen. Ich bin sehr angetan von dem Erlebnis, sage vielen Dank an UFO Drive, dass sie mir den Wagen für den Test zur Verfügung gestellt haben. Ich sage an euch vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen oben da und falls ihr noch nicht habt, abonniert doch meinen Kanal Drehmoment. Freue mich über jeden konstruktiven Kommentar und sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Auto. Tschüss.